Gut, also wir sollten jetzt schon wieder live übertragen werden. Also hier nochmals an dieser Stelle ein herzliches Grüß Gott an die Gruppen in Vorarlberg, in Dornbirn, in Miming, in Tirol und in Radentheim in Kärnten. Das ist immer so schwierig, dass mir es einfällt. So, jetzt suche ich noch mein Feuerzeug, weil ja, ohne Licht geht nichts. Machst du es du? Das ist übrigens der Pater Andreas, der wird heute zu uns sprechen. Willkommen, Applaus. Freuen wir uns schon sehr, das ist ein 100% Missionar, der hat sein Auto heute getreten, dass er von Graz hier heraufgekommen ist, dass er es noch geschafft hat hier bei uns, sozusagen, weil da war U-Turn in Graz, habt ihr davon gehört? Das ist so eine Veranstaltung, ganz das erste Mal neu und also eine Missionsveranstaltung, eine junge, ganz junge, also es haben ganz, ganz junge gemacht, mitgetragen, viele Helden waren dabei. Die Helden sind übrigens, für die, die neu sind, das sind so die Jugendlichen. Also ab 14 kann man ein Held werden, muss man eine Aufnahmeprüfung bestehen. Ja, ist manchmal ein bisschen grauslich, aber alle, die bisher wollten, haben es geschafft. Aber ja, genau. Und viele andere, ein toller Gebetskreis dort, auch in Graz, St. Peter. Und die haben eben gestern so ein Missionsevent gemacht. Pater Karl war dort und Pater Andreas, die beiden Referenten und Zelebranten. Gut, ich freue mich, dass wir jetzt so diesen Moment gemeinsam hier haben. Es sind ja viele da das erste Mal und bevor ich ein bisschen was über den Familiennachmittag als solches sage und bewusst auch zu jenen, die schon oft da sind, ja, weil auch für euch gibt es etwas, was ich euch sagen möchte, einmal zuerst ein herzliches Willkommen an alle, die das erste Mal da sind. Darf ich euch bitten, kurz aufzustehen und alle anderen bleiben sitzen und applaudieren jetzt kräftig, bitte. Super. Also herzlich willkommen. Es sollten so 10 bis 14 Familien heute hier das erste Mal sein. Insgesamt sind wir so rund 50 Familien heute, also ein bisschen über 50 Familien, die sich angemeldet haben. Ich habe schon gesagt, das ist so ein Viertel vom Jungfamilientreffen in Pöller hier heute versammelt. So richtig dramatisch wird es dann erst, wenn die Kinder wieder da sind, dann sieht man erst, wie viele das eigentlich sind. Ja, aber es gibt nicht nur neue Familien, die wir da ganz herzlich willkommen heißen, sondern auch neue Kinder. Und zwar die Tamaris Schadelbauer und die Ronja Schwarzbauer möchte ich ganz herzlich begrüßen. Ich sehe sie jetzt nur gerade nicht, die sind irgendwo stillend. Also herzlichen Glückwunsch, Ronja, willkommen bei uns. Also, man kommt neu in den Familiennachmittag, in dem man eingeladen wird oder einfach hineingeboren wird. Also, sehr schön. Also ein, ja, muss ich zugeben, nicht ganz selten, dass hier Kinder geboren werden, aber umso schöner auch jedes Mal aufs Neue. Gut, der Familiennachmittag. Was ist der Familiennachmittag und was möchte ich sozusagen jetzt sagen? Das Handy vibriert gerade, vielleicht funktioniert irgendwas mit dem Livestream nicht. Ryan, kurz checken. Ja. Ja, genau. Also der Pater Michael ist noch zum Beichtehören verfügbar. Er macht dann kurz bei den Kindern Katechese und ist dann wieder in der Sakristei, wenn jemand noch gerne beichten möchte und noch nicht war. Gut, der Familiennachmittag ist eigentlich entstanden aus der Sehnsucht und auch aus unserer eigenen Sehnsucht nach etwas für junge Familien, für Familien. Ja, wir haben im Jahr 2001 hier im Haus mit 7 Familien begonnen, uns einfach zu treffen und da waren so von Anfang an eigentlich ein paar Grundelemente drinnen. Wir haben gespürt, wir brauchen Gebet, wir brauchen gute Vorträge, wir brauchen Gemeinschaft, auch mit den anderen und wir brauchen auch ein geistliches Programm auch für die Kinder. Und wir brauchen etwas, wo die ganze Familie kommen kann. Viele von euch waren oder sind auch irgendwie im Gebetskreis und so. Und das ist sehr schön, aber es braucht auch was, wo die ganze Familie auch einen Weg gehen kann, eine Erfahrung machen kann. Und wir haben gemerkt, wenn wir als Familie so mit unseren kleinen Kindern, also wir haben 8 Kinder, die Michi sitzt da, vielleicht magst du kurz aufstehen, also wer sie noch nicht kennt, die Michi, ja, meine Frau.
Also wir haben 8 Kinder, aber wir haben auch einmal klein angefangen und wir haben auch einmal 2 Kinder gehabt, wo wir uns unmöglich vorstellen konnten, noch ein weiteres zu kriegen, weil das so wahnsinnig anstrengend war. Und in solchen Phasen, aber nicht nur dann, braucht man ganz wichtig die Hilfe von anderen, den Austausch. Man muss manchmal hören, dass die anderen genau die gleichen Schwierigkeiten haben und dann muss man auch noch hören, dass es vielleicht sogar eine Lösung gibt dafür, ja? Und dass sich die finden lässt. Und dann muss man sehen, dass andere Familien auch mit Gott gehen können, ja? Dass Gott eine Realität in unserem Leben ist, der wirklich da ist, ja? der greifbar ist, der wirkt, der handelt, der Wunder wirkt. Ja? Also der sich nicht zurückhält, nur weil wir plötzlich geheiratet haben und jetzt Kinder gekriegt haben, ja? Will er plötzlich mit uns nichts mehr zu tun haben. Nein, im Gegenteil, er will ja ganz nah bei uns sein und uns helfen in den ganz banalen Dingen. Mit dem Geld, mit der Schule, mit dem Streit, mit all den Dingen. Und deswegen, ja, und das brauchen wir. Und der Familiennachmittag ist entstanden aus dieser Sehnsucht, deinen Weg zu gehen. Was sind die Säulen vom Familiennachmittag? Also, ich schreibe nicht so gern, weil ich so eine schreckliche Schrift habe. Aber man müsste jetzt so 3 Säulen draufschreiben. Und zwar 3 inhaltliche Säulen gibt es: den Glauben, ja, das Feststehen in Gott. Dann die Beziehung der Ehe und die Erziehung. Und das sind immer diese 3 abwechselnden Themen beim Familiennachmittag. Das heißt, wir behandeln jedes Jahr sozusagen eines von diesen 3. Heuer ist Beziehung dran. Habt ihr schon vielleicht gesehen in der Einladung? Also unsere Ehe in Gottes Hand. Es geht also um deine eheliche Beziehung zum Ehepartner. Und das ist neben der Gottesbeziehung das Allerwichtigste. Auf dem steht die ganze Familie und auf dem steht im Prinzip die ganze Kirche, könnte man sagen. Das ist die Zelle, aus dem unsere Kirche gebaut ist. Und wenn deine Ehe nicht in Ordnung ist und wenn es da Schwierigkeiten gibt oder wenn du irgendwo so drüber fährst oder so im Alltag drüber gehst, dann passiert da was. Es hält nicht. Und es ist wirklich dramatisch, auch was wir heute auch sehen. Wie wirkt der Familiennachmittag? Da ist mir ein Bild eingefallen. Und zwar, wir hatten eine sehr nette, sehr liebe, aber kulturell ganz woanders herkommende, nämlich aus Syrien kommende Flüchtlingsfamilie. Und dann ist jemand krank geworden. Und dann sind die zum Arzt und dann hat der Arzt das verschrieben. Ja, es war, glaube ich, Angina oder irgend sowas. Ja, was nimmt man da? Ein Antibiotikum. Ja, und wie wirkt ein Antibiotikum? Ja, Thomas, ja, man nimmt es einmal, ja, und dann vergisst man 2 Tage, nimmt man es wieder, ja, und dann denkt man wieder mal dran oder nicht, dann nimmt man 2 hintereinander, auf einmal denkt man sich, jetzt habe ich vergessen, muss ich doppelte Portion nehmen. Ja, und manche von euch haben sich vielleicht angewohnt, ja, auch den Familiennachmittag so zu nehmen, aber es funktioniert nicht. Ja. Weil der Familiennachmittag ist etwas, was du regelmäßig nehmen sollst. Und deswegen haben wir nicht, ja, wir haben am Anfang gedacht, das wäre gut und mittlerweile sehen wir, wie gut das ist. Es ist etwas für 10-mal im Jahr. Ja, das heißt, das ist eben etwas Herausforderndes. Wir machen nicht einfach alle Monate so ein netten Familienevent und wenn es mal passt und wenn der Garten schon gemäht ist und der Kühlschrank funktioniert und die Kinder alles gelernt haben und die Frau gut drauf ist und so, dann kommen wir. Die ist immer gut drauf, klar. Ich wollte eigentlich sagen, wenn der Mann mal schlecht gelaunt ist und oder dort. Ja, im Prinzip, wir sind alle erschöpft, ja, wir haben alle eine anstrengende Arbeitswoche und wir haben alle mehr zu lernen, als uns die Kinder halt, als uns lieb ist und eigentlich wird es sich nie wirklich ausgehen. Und der Opa hat auch Geburtstag und dann gibt es noch die Fortbildung und so. Das ist klar. Ich weiß auch, dass es nicht immer gehen kann, ja, weil du wirklich mal krank bist oder was auch immer. Ja. Aber eigentlich, der Familiennachmittag wirkt und entfaltet seine Wirkung durch die Regelmäßigkeit. Und wir sind jetzt hier beim Familiennachmittag 2001 bis 19, 18 Jahre lang, ja, leben wir hier. Und ja, es ist einfach schön zu sehen, was passiert. Ja, was passiert im eigenen Leben, welchen Weg man gehen kann. Und eins der Dinge, wenn man ganz kleine Kinder hat, denkt man vielleicht noch gar nicht dran, aber wenn sie mal ein bisschen größer werden und dann die Pubertät kommt, dann kapiert man, wie wichtig eigentlich die Kinder sind. Und die Kinder, das ist so schön, wenn man regelmäßig kommt, also wenn man negativ, wenn man nicht regelmäßig kommt, dann wirkt das Antibiotikum nicht, dann knüpfen die Kinder keine Freundschaften, dann bleibt das irgendwie immer irgendwas Unregelmäßiges, Reinzwicktes und das klemmt, ja, und das bringt es nicht. Deswegen, wir sehen, wenn die Kinder da sozusagen wo einsteigen, sie brauchen Freunde und das heißt nicht, dass es hier der einzige Ort ist, sage ich auch dazu. Ihr könnt es überall anders auch gehen, ja, und so, aber die Regelmäßigkeit, ja, bringt etwas. Und deswegen sagen wir alle, die jetzt hier sind, ja, alle eigentlich, ja, wenn ihr vorhabt, das nächste Jahr in eurer Familie einen Schritt zu setzen und wenn es euch hier gefällt und ihr denkt, das wäre eigentlich ein guter Ort, dann müsst ihr euch entscheiden, und zwar verbindlich entscheiden, dabei zu sein. 10-mal im Jahr, ja, also heute und noch 9-mal. Aber wirklich regelmäßig kommen.
weil es nichts wirkt. Es ist zwar nett und manche Referenten sind super und so, aber in Wahrheit sind die Referenten hier gar nicht so wichtig. Ja? Das ist. Gott sei Dank. Er stimmt mir völlig zu. Ja? Also ein guter Vortrag hat Unterhaltungswert. Ja? Und das ist schon nett. Wir können lachen, manchmal weint man, ja, manchmal ist er so ergriffen und so. Und, aber im Grunde ist das sozusagen nur ein kleiner Teil des Ganzen. Die Gemeinschaft, die hier wächst, die Freundschaften, ja, auch der Austausch unter den Paaren, der erst dann in die Tiefe geht, wenn du wirklich auch eine regelmäßige Zeit auch in den Austauschgruppen bist. Erst dann fängst du an, die anderen kennenzulernen und dann sagt man auch was und dann, also es wirkt einfach erst mit der Zeit. Und deswegen der große Appell und die große Bitte, wenn ihr euch entscheidet, und wir würden uns riesig freuen, wenn alle, die hier sind, auch wirklich gern kommen wollen, kleiner Hinweis, ihr denkt euch, ich werde nicht mehr kommen, weil in der Kapelle ist es so eng. Wir haben die Schwestern, haben uns eine Erlaubnis gegeben, wir werden die Kapelle ausbauen. Ja? Also wir werden sie größer machen, die da. Uns fehlt noch ein bisschen Geld, ja? Und der Architekt ist noch nicht ganz fertig. Der sitzt hier übrigens, der Markus. Danke, Markus. Ja. Bravo, ja. wir haben hier sozusagen vor, das auch so zu gestalten und auch, dass es wachsen kann. Aber ihr müsst eine Entscheidung treffen und ihr müsst es nicht heute sagen und nicht jetzt, sondern ihr habt Zeit. Wir haben am 5. Oktober das nächste Treffen und spätestens, ich würde sagen, so bis zur Anmeldung, also das ist immer der Mittwoch vorher, spätestens dann solltet ihr sagen, ja, ich bleibe wirklich fix dabei. Aber es soll eine Entscheidung sein und wir wollen euch einladen, diese Entscheidung zu treffen zugunsten, da geht es nicht um die Michi und mich, und weil wir irgendwie wollen, dass alle dann immer kommen oder so ähnlich oder irgendwas, ja, oder, sondern es ist für euch. Es ist die Verbindlichkeit, die wir da einverlangen, die ist für euch, die soll euch helfen, ist für eure Familie gut und notwendig und wichtig. Gut, jetzt gäbe es noch ganz viel mehr zu sagen. Für die neuen Familien machen wir dann heute die Austauschgruppe. Wir bleiben dann gleich hier herinnen. Da sage ich, mich und ich werden noch ein bisschen mehr ergänzen. Aber das war die wichtigste Botschaft. Ein kleiner Zusatz noch, weil wir gefragt worden sind, wofür werden denn die 25 Euro verwendet. Also einen Teil davon könnt ihr nachher selber wieder aufessen, nämlich beim Abendessen dann. Also weil wir kaufen natürlich Sachen ein, aber so ein Raum und Ort und so muss auch bespielt werden. Ja? Also die Referenten sind eigentlich normalerweise nicht teuer, weil fast alle sagen, wir machen das gerne gratis für die Familien, wir dienen den Familien, es ist ein echter Dienst. Auch die Kinderbegleiter, die in den Kindergruppen sind, die kriegen kein Geld. Wir kaufen ihnen aber ein kleines Dankeschön. Aber in Summe ist es so, dass wir sagen können, mit den 25 Euro und auch mit dem, ich sage jetzt einmal Livestream, das Equipment, allein diese Übertragungsgeräte kosten fast 1000 Euro ein Stück und so. Also wir investieren, wir nehmen das Geld, wir erhalten das Haus hier, wir haben einen schönen Boden bekommen, vor einem Jahr schon, aber ich sage es nur, also es ist einfach trotzdem viel zu tun. Und auch in den anderen Gruppen, wir helfen da zusammen, dass es einfach überall gut ausgeht. Und die Erfahrung ist, mit 25 Euro kommen wir gut aus. Und das ist halt, wenn man nur ein Kind hat, denkt man sich, warum muss ich gleich viel zahlen wie die mit 8? Ich finde das eine Art von schöner Gerechtigkeit, sozusagen Familien. Eine Familie zahlt einfach 25 Euro, ja, das ist schön. Genau. Danke, Katrin. Ich übersetze für die nach hinten, bekommt es viele Kinder, dann zahlt es sich mehr aus. Ja. Und vor allem, wenn die dann in die Pubertät kommen und so richtig reinhauen, also die Küche rotiert. Gut. Ja. Ein letztes Wort noch, bitte, weil das auch ein bisschen eine Krankheit, manchmal eine Gefahr ist. Ja? Ihr seid hier willkommen als ganze Familie. Ja? Ich habe schon erlebt, dass jemand hergekommen ist, die Kinder abgegeben hat und dann wieder weggefahren ist. Ja? Und beim Abendessen war da wieder wer da. Da habe ich gedacht, naja, okay, also wir sind eh freundlich. Ja? Ich sage es nur jetzt und wir haben es auch nicht direkt gesagt. Und so. Aber es ist nicht der Sinn. Ja? Und manchmal ist es auch so, dass man auch mit den Kindern gern spielt. Ja? Aber bitte nicht während dem Vortrag hier, sondern dann versucht es hier zu sein. Ja? Es gibt da draußen die Möglichkeit, wenn die Kinder quengeln, ja, und laut werden, dann kann man hier draußen vorgehen, Piplitzer ist ja eine eingesessene Familie sozusagen, man kann hier draußen sein und über den Lautsprecher draußen mithören. Es gibt aber auch im ersten Stock sozusagen den Livestream, auch dort, wenn die Kinder einfach sehr unruhig sind und so. Also
man kann mit den Kindern sein und gleichzeitig den Vortrag mithören. Wir wollen, dass Mann und Frau beide den Vortrag hören, ja, dass ihr beide was davon habt. Und manchmal sind natürlich die Männer irgendwie so schwer beschäftigt, dass sie nicht kommen können. Ich sage es bewusst in diese Richtung, weil das viel häufiger ist. Ja. Aber Sinn ist schon wirklich, dass ihr beide da seid. Ja. Beide als Ehepaar, als ganze Familie. Ja, und wirklich auch den Vortrag mithört und auch bei den Austauschgruppen dabei ist. Ja. Also wir sind da durchaus herausfordernd und wir wollen euch das sozusagen zumuten und auch so sagen. Ich sage es deswegen, weil ich weiß, es ist eine Hilfe für euch. Es nützt euch. Ja. Gut. Und jetzt freuen wir uns.